Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dies ist der zweite Teil meiner Spektrum-Vorstellungsreihe und hier soll es um die Spiele gehen. Ich mache immer so Hardware, Geschichte, Erfolg, Pressespiegel und sowas im ersten Video und im zweiten Video dann im Allgemeinen irgendwas zur Software und in dem Fall jetzt hier explizit zu den Spielen. Ich habe dann eine Auswahl von Spielen getroffen, wo ich jetzt sage, das repräsentiert irgendwie so die alte Welt, das repräsentiert so. Ja, ich sag mal wirklich die Anfänge des Spektrums und dann eben, was so danach kam. Da ist ein bisschen was drin, wo ich gesagt habe, das packe ich rein, damit man mal so als C64-Jünger, wie ich das ja eigentlich bin, den Vergleich hat zu den Sachen, wie sie da waren und wie sie hier sind. Also ich mache den Vergleich jetzt nicht im Video, aber wer die Sachen vom C64 kennt, der kann den Vergleich selber dann anstellen. Am Ende zeige ich dann so, wohin die Entwicklung gegangen ist, also was heutzutage auf dem Spektrum möglich ist. Und das ist schon echt ganz beeindruckend. Und ganz am Ende gibt es als kleinen Bonus nach dem Fazit noch den Durchlauf einer Spektrum-Demo. Jedes Spiel wird so in 1 bis 2 Minuten oder 3, je nachdem, wie umfangreich das ist oder wie weit ich gekommen bin oder wie sinnvoll ich das fand, das so lange darzustellen, halt dargestellt. Ja, wie immer halt, auf geht's. Ja, und als erstes den Klassiker schlechthin auf dem Spektrum, Manic Miner. Ich bin da nicht so der Fan von. Ich kann das auch nicht gut spielen, wie man sieht. Ich laufe einfach in den Busch rein. Ich habe das auch in meinem MSX-Video gezeigt, meine ich, die Portierung von Manic Miner, oder habe ich? Doch, ich glaube, ich habe, zumindest hätte ich gewollt. Ja, ich sehe in diesem Programm nicht die gigantische Größe, die es angeblich hat, aber es ist halt ein Spektrum-Klassiker, das muss man so hinnehmen. Ich kann es nicht gut spielen, das muss man auch so hinnehmen. Aber das trifft auf die meisten Sachen hier zu. Sag mal, ich bin gestorben, weil ich irgendwie diesen Eiszapfen da oben gesprungen bin. Und jetzt in den Typen rein. Auch nicht besser. Game over reicht auch. Das ist 3D Death Chase. Auch ein, ja, Spektrum-Klassiker. Ich weiß gar nicht so richtig, was man da eigentlich machen muss. Da sind irgendwie andere Motorräder und man fährt durch diesen Wald. Und das hat einen ganz netten 3D-Effekt und ich glaube, man muss sie abschießen. Jedenfalls ist das das, was ich tue. Da hinten ist irgendwie ein Hubschrauber. Ich habe keine Ahnung, was der da macht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man den auch abschießen. Keine Ahnung. Ja, so, und dann den da noch. Dann ist der weg. Dann wird es irgendwie bunt. Und jetzt ist es Night Patrol. Und man macht dasselbe nochmal. Also ja, hat einen ganz netten 3D-Effekt. Ist auch ein Frühspektrum-Game. Recht populär, glaube ich. Also erinnere ich jedenfalls mich irgendwie so dran, dass das beliebt ist. Und so geht es immer weiter. Gut, beliebt war auch Bomb Jack. Ich weiß nicht, für den Sound kann es das nicht sein, aber ansonsten soll das eine gute Umsetzung sein. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich die Gegner nicht sehe, weil die einfach, ja, schwarz auf schwarz, also alles schwarz. Na gut, da gibt es ein bisschen Gelb für die Pyramide und so, aber letztendlich ist das alles sehr einfarbig. Ich erkenne da irgendwie nicht so richtig gut, was da wo ist. Und dementsprechend laufe ich da zum Beispiel in Sachen rein, weil ich die einfach nicht sehe. Vielleicht sollte ich auch einfach mal zum Augenarzt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich stelle mir vor, wenn man das noch auf dem alten Spektrum irgendwie so hatte, mit der RF-Modulator auf dem Fernseher, hat man doch überhaupt nichts erkannt. Aber wer weiß. Damals war man vielleicht irgendwie leidensfähiger. Ja, an sich ist es aber wohl eine brauchbare Umsetzung, nach dem, was man so liest. Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich ständig irgendwo reinlaufe. Der Sound ist auch wirklich ein bisschen nervig. Aber immerhin sind die Hintergründe so ein bisschen bunt. Ist auch ganz schön viel los. Zu viel. So, und hier haben wir Commando. Das muss auch eigentlich irgendwie in jedes Ding rein, wo es das gibt. Bei mir zumindest gucke ich es mir auf jedem Rechner mal an, weil ich es einfach immer mag. Ich bin Commando-Fan. Also, es ist hier eine flotte Umsetzung. Der Sound ist nicht so aufregend. Die Grafik haut einen jetzt auch nicht aus den Socken. Aber vom Spielgefühl her ist es eigentlich ganz gut. Also,
Ja, ist nicht so schlecht. Granaten wirft man irgendwie, glaube ich, mit so nach hinten und Feuer oder irgendwie sowas Komisches. Also ich krieg's immer nicht so richtig gut hin. Deswegen wird man das hier selten sehen, dass ich Granaten schmeiße, weil es einfach irgendwie nicht klappt. Wenn ich irgendwie komisch rumzucke, dann liegt das daran, dass ich versucht habe, Granaten zu werfen. Ja, aber es ist eine Menge los auf dem Bildschirm. Der Spektrum kriegt das ruckelfrei so weit hin. Also ja, ich meine, man sieht ein bisschen irgendwie die Männchen und die Szenerie, die ja, gehen so ein bisschen auseinander, wenn es scrollt. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Aber es ist eine nette Umsetzung. Man kann das gut spielen. Und hier ist jetzt auch echt eine ganze Menge los, muss man auch mal sagen. Ne? Also hier tobt der Bär. So. Und das ist Enduro Racer. Ist auf dem Spektrum auch hoch gelobt. Also im Vergleich zur C64-Version soll die Spektrum-Version viel besser sein. Die C64-Version ist nicht so hoch angesehen. Ich habe die eigentlich immer gemocht. Ich habe die immer ganz gerne gespielt. Ich glaube, es lag aber hauptsächlich an der Mucke. Die Musik fand ich ganz nett. Naja, das hier ist halt die Spektrum-Version. Ja, ist eben auch ein bisschen einfarbig, dafür halt relativ hochauflösend. Also ja, für damalige Verhältnisse natürlich. Wie alles auf dem Spektrum. Der hat ja nur diesen einen Grafikmodus. Von daher ist alles immer relativ hochauflösend, nämlich 256 mal 192. Man sieht hier ein bisschen den Bildaufbau teilweise. Wenn die Sachen näher kommen, kriegen die so, ja, so Striche drin. Das liegt nicht am Capturing oder sowas, das liegt an der Art, wie der Spektrum den Videospeicher verwaltet. Die ist nämlich ein bisschen schräg. Also sie ist beim C64 schon schräg, aber beim Spektrum ist sie noch schräger. Und das sieht dann so aus, weil er halt kein Double Buffering macht oder sowas, sondern direkt in diesen Videospeicher schreibt und dann, ja, sieht das so aus, wenn er nicht schnell genug hinterherkommt. Ich glaube, ich mache das alles nicht so ganz richtig hier. Ich glaube, man dürfte eigentlich sich nicht von der Maschine lösen beim Springen. Oder vielleicht beim Springen, aber wenn man dann aufkommt, also das dürfte man nicht machen. Und Jetpack, auch ein Klassiker auf dem Spektrum, gibt es auch in zahlreichen Variationen für andere Systeme. Ich meine, auch da habe ich beim MSX-Video was gezeigt, was das irgendwie so nachmacht. Ja, ist schön bunt, ist flott. Das ist jetzt spielerisch, finde ich, ist es jetzt nicht so der Brüller. Aber es ist halt auch ein frühes Spektrum-Spiel, muss man eben auch dazu sagen. Man sammelt hier jetzt diese Fuel-Sachen ein. Was heißt hier Sachen? Also diese Fuel-Kanister. Und muss die immer über der Rakete droppen. In manchen Versionen muss man die dann auch runterbringen. Aber hier bei diesem Original-Jetpack ist es halt so. Wobei, ich weiß gar nicht, ist es das Original-Jetpack? Oder gab es einen Automaten dafür? Ich weiß es gar nicht. Aber das ist jedenfalls das Spektrum Jetpack, was man so kennt und was viele Leute gerne spielen. Und es ist auch ganz nett. Und wenn man das dann voll hat, diese Rakete, dann muss man wieder runter. Dann startet sie. Und dann geht der Spaß theoretisch von vorne los. Aber wir gucken uns stattdessen Hero an. Auch so ein Go-To-Spiel, was ich immer rauskrame, für jede Plattform zu gucken, wie ist Hero. Weil Hero kann ich immer spielen. Die Spektrum-Version sieht ein bisschen dürftig aus, finde ich. Also da hätte man mehr machen können. Man hätte einfach ein bisschen Muster in den Hintergrund packen können, zum Beispiel. Das hier sieht aus wie fürs Atari VCS. Und ich glaube ehrlich gesagt, die Atari VCS-Version sieht besser aus. Das ist nicht so aufregend hier. Aber es ist halt immer noch Hero. Die Level sind die gleichen, die Steuerung ist in Ordnung. Man kann das schon gut spielen. Also das ist keine schlechte Umsetzung in dem Sinne. Spielerisch ist das ganz cool. Es sieht halt echt nicht so pralle aus. Und sterben kann man genauso wie in den anderen Versionen auch. Das geht ganz gut. Wenn man blind ist, läuft man da rein. Ja, ganz cool. So, und dann haben wir hier was Beschauliches, Leaderboard Golf. Das einzige Spiel, mit dem man meine Eltern unter leichtem Zwang von den Rechner kriegen konnte, weil es nicht so stressig war.
Habe ich eigentlich ganz gerne gespielt. Also alleine ist nicht so toll, finde ich, aber es ist so, ja, so ein Familienspiel gewesen irgendwie. Die Spektrum-Version sieht wie immer ein bisschen einfarbig aus. Sie hat hier in dieser Version auch keine Bäume, was glaube ich auch ganz gut ist. Also auf dem C64 habe ich immer die Version mit Bäumen gespielt. Hier ist es glaube ich ganz gut, dass die nicht da sind, denn mit dieser Einfarbigkeit, ich weiß nicht, würde man glaube ich gar nichts mehr erkennen. Anders als bei den anderen Versionen, die ich kenne, ist es hier übrigens so, dass sich der Bildschirm quasi verdeckt aufbaut und dann erst rüber kopiert wird, sodass man den eigentlichen Aufbau nicht sieht, sodass man auf der anderen Seite aber immer so eine Wartezeit hat, wo man sich denkt, ist es jetzt kaputt? Ist es abgestürzt? Kommt noch irgendwas? Jetzt, ne? Da passiert halt nichts. Aber er baut im Hintergrund das Bild auf und dann wird es einfach umgeblendet. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ansonsten ist es halt Leaderboard und ich habe keine Ahnung mehr, welchen Schläger man für was auswählen muss. Von daher ist das jetzt alles nicht so bravourös. Und R-Type mal als Beispiel für einen Shooter. Stop the Tape steht da. Hier hat das Capturing ein bisschen, ich will nicht sagen versagt, aber es ist ein bisschen grenzwertig gewesen. Ich weiß nicht warum. Also die Konvertierung in HDMI war gut. Das war noch in Ordnung. Aber das, was dann ja, bei OBS ankam, das ist ein bisschen ruckeliger, als es eigentlich war. Also ist nicht so schlimm. Aber so unten sieht man manchmal so Ruckler, die da eigentlich im Original nicht sind. Also die muss man sich bitte wegdenken. Keine Ahnung, was da passiert ist. Habe ich bei anderen Capturings, bei anderen Plattformen so nicht gehabt bisher. Hier ist es irgendwie so. Also beim Spektrum jetzt. Ich weiß nicht warum. Ich habe da allerdings auch einen neuen Konverter benutzt, um von RGB auf HDMI zu gehen. Vielleicht liegt es daran. Ansonsten ja, R-Type sieht schön bunt aus. Das ist vom Sound jetzt nicht so überwältigend. Aber so, da ist eine Menge los. Es bewegt sich flüssig, sage ich mal. Schon keine schlechte Version. Und Gauntlet in Form von Gauntlet 2, weil ich Gauntlet 1 nicht zum Laufen gekriegt habe. Viel Text, als wäre es ein Text-Adventure. Keine Ahnung, was wollt ihr von mir? Ja, gut, so. Jetzt kann man hier auswählen, wie man steuern möchte. Wenn man, wie ich, nicht sicher ist, was man da jetzt tut, dann wählt man halt irgendeinen Quatsch. Und genauso hier wählt man jetzt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was es soll. Hier hat man irgendwie einen Pfeil, dann ist da unten ein X, da oben ist ein Pfeil, dann drückt man da, dann ist da unten wieder ein Pfeil. Ich, keine Ahnung. Ich klicke da irgendwie rum und am Ende bin ich, glaube ich, der Magier. Ich verstehe es nicht. Und stop the tape. Muss ich nicht machen, weil das bei mir von dieser Diff-IDE-Lösung kommt. So, und dann geht's los. Bisschen einfarbig, aber unverkennbar Gauntlet. Ist eigentlich auch so ein Ding, es macht nur zu zweit Spaß. Also alleine Gauntlet zu spielen, keine Ahnung, ist wie Farbe beim Trocknen zuzugucken. Finde ich nicht so toll. Man hätte jetzt da rausgehen können aus dem Exit, aber ach, machen wir das hier mal auf, was soll's. Weiß ehrlich gesagt nicht, warum man das tun sollte. Aber man kann es halt machen. Das Ziel ist halt, die ganzen Typen da wegzumachen im Prinzip, beziehungsweise eigentlich Schätze zu sammeln. Und jetzt springen wir mal schnell zu Level 6. Und da gibt es das da. Ich dachte, man kann es abschießen. Nee, man muss es einsammeln. Das ist so ein, ja, dann wenden sich die Gegner von einem ab. Das ist ganz cool. Dann hat man mit denen keinen Stress. Die fliehen dann vor allem. Manchmal trifft man sie nicht, obwohl man eigentlich trifft, nach meinem Dafürhalten. Warum ich den Schlüssel da unten nicht eingesammelt habe, ich habe keine Ahnung. Vermutlich nicht gesehen. Jetzt die Flasche abgeschossen, auch was, was man immer tunlichst unterlassen sollte. Die einzigen, die nicht vor einem fliehen, sind diese. Ja, gut, jetzt sind es alle, weil jetzt ist die Wirkung zu Ende. Das ist G-Lock, um mal ein bisschen was 3D-iges zu haben. Ja, ist ein bisschen Action 3D. Man fliegt hier so rum und schießt andere Flugzeuge ab. Ist ein bisschen wie Afterburner. Das Problem ist, ich habe die Steuerung nicht verstanden. Also, ich habe verstanden, wie ich mit dem MG schieße. Das ist aber nicht sehr effizient. Ich glaube, ich habe Raketen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die abschießt. Ich weiß es nicht. Und deswegen wird das hier auch nicht berühmt. Aber es bewegt sich, sage ich mal, für einen 8-Bitter recht flott. Es ist halt, ja, einfarbig. Da unten ist es ein bisschen bunt im Cockpit, aber oben ist es einfarbig. Ist auch klar, das würde halt mit diesem Color Clash, der dem Spektrum zu eigen ist, da oben nicht gut aussehen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man diese Raketen abschießt. Und mehr bekommt das hier alles nicht. Und das war's. International Karate Plus. IK Plus. Auch immer ein Spiel, was ich gerne auf jeder Plattform ausgrabe, wo es das gibt. Oder wahlweise International Karate. Hier ist die Steuerung ein bisschen, ja, ich sag mal,
pingelig. Also man trifft hier nicht an Stellen, wo ich sagen würde, auf dem C64 hätte man da getroffen. Und am Anfang kommt man eigentlich immer noch ganz gut mit diesem blöden Hochgehüpfe durch die Tür. Deswegen mache ich das in den ersten Leveln immer. Aber was hier fehlt in dieser Version sind diese kleinen Animationen, diese Spinne und diese Raupe und was da so alles im Hintergrund ist. Was man hat, ist immerhin der Sonnenuntergang. Also oben ist es nett bunt und unten hat man halt weiß, grau und schwarz als Spieler, konsequenterweise. Und eben nicht weiß, rot und blau. Ja, und das Bonusspiel haben wir uns mal gespart, das will ja keiner. Chase Headquarter, auch ein Klassiker auf dem Spektrum, ist eine Automatenumsetzung. Ja, ist immer gefeiert als tolle Spektrumumsetzung. Ich glaube, die CPC-Version ist auch sehr beliebt und ich glaube, ich habe das auch in dem MSX-Video gezeigt. Da gibt es eine Konvertierung der CPC-Version. Die fand ich persönlich nicht so berühmt, muss ich sagen. Aber vielleicht ist die auch einfach nicht so gut wie die CPC-Version. Das mag natürlich sein. Ja, man gurkt hier so rum. Man muss, glaube ich, irgendwelche Verbrecher von der Straße fegen oder so. Also im Prinzip, als wenn man auf der A7 in Urlaub fährt. Ja, bewegt sich so ganz nett eigentlich. Also ist aber halt wieder ziemlich einfarbig. Aber ja, geht eben nicht anders an der Stelle. Ich sag mal, bei so Actionspielen, wo man die Grafik in so Blöcken organisieren kann, als Hintergrund zum Beispiel oder so, da kriegt man noch ein bisschen Farbe rein. Aber hier, wo sich alles dynamisch überlappt, ist es eigentlich nicht möglich, ohne dass es wirklich bescheiden aussieht. Warum der Motor im Tunnel leiser wird, weiß ich auch nicht. Ja, also wieder lauter. Also ganz komischer physikalischer Effekt. Man weiß es nicht. Ja, ich bin nicht so gut. Sie nölt da oben schon rum. Ey, komm in die Pötte. Und ich kann euch sagen, das werde ich nicht mehr tun. Und das ist Platoon. Lass mal ein bisschen die Musik laufen. So, und dann geht's mal los. Platoon habe ich auf dem C64 immer gerne gemocht. Irgendwie. Also es hat ja auch diese 3D-Sequenz, wo man dann in diesen Tunneln rumkocht. Bis dahin werde ich hier nicht kommen. Ich krepiere hier schon daran. Man müsste da jetzt Granaten werfen. Das dauert aber eine Weile, bis ich das verstehe. Und selbst als ich das verstanden habe, habe ich immer noch das Problem, dass ich das einfach nicht sehe, diese Klappen, die da auf den Boden kommen. Ich sterbe einfach teilweise und habe keine Ahnung woran. Vermutlich an diesen Klappen, aber ich sehe es nicht. Weiß nicht, ob das an der Einfarbigkeit liegt, wahrscheinlich mit auch, aber vermutlich ist es auch einfach irgendwie Blindheit. Oder vielleicht ist es auch einfach schlechtes Spieldesign. Dazu, was war das? Ich habe nichts gesehen. Keine Ahnung. Da, rechts, irgendwas. Da. Da rechts war irgendwie so ein Pixel, der hat mich abgeschossen. Das ist echt fair. Man kommt rein, sieht einen Pixel, wird abgeschossen. Toll. So, der erste ist schon weg. Nummer 2. Und abgeschossen. Läuft für mich. Man kann die auch nicht mit einem MG abschießen, was heißt MG, also mit einem Sturmgewehr, sondern man muss irgendwie Granaten werfen. Oder man kann auch drüber hüpfen. Ist ja klar, macht man ja im Dschungel ständig, dass man über die Kugeln der Gegner hüpft. Haben die in Vietnam dauernd gemacht. Ja, manchmal klappt es nicht. Synapse, ja, kennt man vielleicht auch vom C64, ist so ein, was ähnliches wie R-Type, so eine Horizontalballerei. Auch hier sorgt das Capturing irgendwie für so eine leichte, ich will nicht sagen Ruckeligkeit, aber für irgendwie so einen Bildversatz. Irgendwie so wie so ein Tearing. Aber ja, das ist, wenn man das im Original spielt, sieht das nicht so aus. Also das könnt ihr ignorieren. Das bewegt sich flüssig tatsächlich. Also es tut es hier ja irgendwie auch, aber es ist irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Baba-Effekt, sag ich mal. Schön bunt, schön flüssig. Ich weiß gar nicht, was man da für Zeug einsammelt. Keine Ahnung, ob man irgendwie extra Waffen aktivieren kann oder so. Ich habe es nicht hingekriegt. Aber es ist ein bisschen eintönig. Ja, bisschen sehr. Und Rainbow Islands, das ist natürlich auch ein Klassiker, quasi Nachfolger von Bubble Bobble und ist in der Spektrum-Version auch hoch angesehen. Ist auch schön bunt,
Das Einzige, was nicht bunt ist, sind die Regenbogen. Aber man sieht hier den fiesen Color Clash, wenn die Figur halt vor irgendwas läuft. Ja, man hat beim Spektrum ja im Prinzip immer die Wahl, lässt man den Hintergrund die Farbe der Figur überschreiben oder lässt man die Figur die Farbe des Hintergrunds überschreiben. Das ist natürlich aufwendiger, weil man da einfach noch mehr mit den Farben rumspielen muss, als wenn man jetzt einfach sagt, egal, der Hintergrund definiert die Farbe. Und von daher, schätze ich mal, wird das oft gemacht. Und es sieht vielleicht in der Summe dann auch oft besser, in Anführungsstrichen, aus. Aber, naja, also es ist halt bunt, ja, bunt ist es. Musik ist auch da. Die Musik fängt an zu leiern, wenn irgendwie viel auf dem Bildschirm los ist. Das ist ein bisschen doof. Liegt vielleicht daran, dass der Spektrum da keine vernünftigen Interrupts zur Verfügung stellt oder sowas, um die im Hintergrund abzuspielen, weiß ich gar nicht. Aber gefühlt würde ich sagen, ist das so. Und das, dachte ich, kann man einsammeln. Kann man nicht. Ist irgendwie so ein Biegenkorb. Naja, jetzt weiß ich es besser. Das nicht einsammeln. Das da, nicht einsammeln. Nee, kaputt machen, so. Ist ein Bienenkorb, kommen Fische raus, wenn man kaputt haut. Ist klar, passiert bei jedem Bienenkorb. Wenn ihr mal irgendwie in der Natur seid, lasst einen Bienenkorb ja nicht kaputt hauen. Aber falls ihr den aus Versehen kaputt haut, kommen da dann Fische raus. Hui, man kann schöne Bögen machen. Ja, ist eine schöne Umsetzung. Also, hat mir ganz gut gefallen. Ich mag Rainbow Island immer. Ich spiele es immer nicht so furchtbar lange, aber ja. Target Renegade oder Target Renegade? Ja, Target Renegade nenne ich es mal. Das habe ich auf dem C64 tatsächlich durchgespielt. Eins der wenigen Spiele, wo ich es geschafft habe, es durchzuspielen. Ich war da immer nicht so gut. Bei dem hier ging es. Das ist ein bisschen ermüdend, weil die Gegner irgendwie gefühlt 38 Schläge abkönnen. Da wäre weniger vielleicht mehr gewesen. Und ein Problem an dieser Version, die ich hier spiele, oder an der Art, wie ich sie lade, ist auch, dass nur der erste Level funktioniert. Deswegen sieht man auch nur den ersten Level hier. In dem Moment, wo ich in den Exit laufe, ist es abgestürzt. Aber gut, es reicht, um das hier zu sehen. Los, komm her, gib den Hammer her. Gib den Hammer her. Zack. Warum bringe ich nicht gleich selber einen Hammer mit? Und warum verliere ich den Hammer wieder? Ah, es ist schwierig. Jetzt hat er wieder den Hammer. Naja. Nehmen wir den Hammer. Gehen in den Exit. Und dann crasht das, was ihr hier nicht seht. Und das ist Bruce Lee. Das gab es damals auch tatsächlich für den Spektrum. Und das hier ist so eine gepimpte Version. Also das Original spielt sich genauso, sieht aber signifikant schlechter aus. Das hier ist quasi, ja, ich sag mal, so eine Art Mod, wenn man das so nennen will. Ist ganz hübsch, eigentlich. Die C64-Version und auch die Atari-Version, was ja der Originalversion ist, die sind ja relativ blockig. Also da ist ja der ganze Hintergrund ziemlich blockig. Ich glaube, beim Atari liegt es am verwendeten Grafikmodus und beim C64 hat man das irgendwie einfach so übernommen, obwohl der das besser gekonnt hätte. Und beim Spektrum hier hat man halt gesagt, nö, wieso? Da müssen wir nicht unbedingt krampfhaft blockig sein. Wir können das auch ein bisschen detaillierter machen. Und das hat man hier gemacht. Das ist im Original-Spektrum-Spiel auch schon so. Aber das sieht halt trotzdem nicht ganz so toll aus. Und die Gegner laufen einem hier hinterher. Das ist, glaube ich, auch was, was es im C64 und auf dem Atari nicht gibt. Wenn die einmal unten sind, meine ich, bleiben die unten. Die laufen nicht wieder die Leitern da hoch. Hier schon. Sehr lästig. Ja, Bruce Lee ist auch immer so ein Spiel, was ich ganz gerne mal spiele. Kommen wir immer nicht so fürchterlich weit. Aber spielt sich immer fluffig. Ja, die hätte man da oben einsammeln sollen. Das wollte ich auch, leider bin ich runtergefallen. Das ist ein neueres Spiel, Valley of Rains. Ich weiß nicht, was Rains sind. Die Mehrzahl von Regen, ich glaube, das gibt es gar nicht, aber ist egal. Das ist Valley of Rains. Und das sieht cool aus. Das ist im Prinzip aber... ja, ein Shooter, wenn man so will. Also, naja, es ist so ein... Man hat so eine Person. Es hat leider keinen Soundchip-Sound, es hat Spektrum-Sound und es gibt wohl eine CD, die man dazu abspielen kann, aber naja. Es sieht nett aus. Und vom Ton her ist es dafür, dass Spektrum-Sound ist auch in Ordnung.
Spielerisch ist es jetzt nicht so der Heuler. Also es ist relativ tolerant, deswegen kann ich mich hier so durchstümpern. Und man kommt dann relativ weit, ohne dass man da jetzt besonders gut spielt. Aber schöne große Sprites, coole Explosion. Man hat dieses Parallax-Scrolling da, das rollt in mindestens zwei Ebenen. Was gibt es noch? Vielleicht noch eine gibt. Nur was es gar nicht gibt, sind Rains. Jetzt habe ich so ein Schild. Ja, alles schön flüssig animiert, groß. Sieht schon cool aus. Also ist spielerisch nicht so der Brüller, wenn man einfach nur durchläuft und da rumholzt. Es gibt auch extra Waffen. Ich habe jetzt hier keine, aber es gibt welche. Dann hat man irgendwie andere Waffen. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen wie so ein, vielleicht wie Ghosts and Goblins, nur halt ohne Gespringe. Vielleicht so. Also das, was ich gesehen habe bisher jedenfalls, ist halt relativ linear. Man läuft von links nach rechts durch ein Level und schießt diese beeindruckend großen Gegner weg. Springen sieht auch ein bisschen komisch aus. Also da gibt es gar keine Animation. Ansonsten ist es so schön animiert alles. Und beim Springen ist es einfach nur die Stehanimation und dann bewegt man sich nach oben. Aber da fehlte vielleicht auch einfach dann irgendwann der Speicherplatz. Aber das hier sieht zumindest nett aus. Und dann kommen wir in den zweiten Level. Und stattdessen kommen wir zu Serafima. Das ist das neueste Spektrum-Spiel und ich würde sagen technisch auch das Beste. Von den gleichen Leuten wie das Valley of Rains eben. Nur, dass es hier tatsächlich Soundchip-Unterstützung eingebaut hat und ja, ist so ein Action-Adventure, nenne ich es mal. Bisschen unübersichtlich. Man weiß nicht so richtig, wo man lang gehen soll. Es scrollt in noch mehr Ebenen. Also wenn man die feststehende Ebene mitnimmt, da hinten sind es glaube ich vier. Schränkt den Bildschirm ein bisschen ein, um Rechenzeit zu sparen wahrscheinlich, aber es fällt fast nicht auf. Man hat oben so ein Inventar, da kann man dann die Gegenstände auswählen. Das steht hier auch, man muss I drücken und dann kann man das auswählen und irgendwie benutzen. Sowas wie Dizzy oder so. Ja, jetzt sieht es ein bisschen aus wie das Spiel vorher. Ja, also man, wie das Valley of Rains, man schießt hier so rum. Aber man muss ständig hier die Ebenen wechseln. Also hier kann man reingehen und dann gibt es diese Türen, da kann man dann in die andere Richtung reingehen. Und das ist alles ein bisschen, ja, verwirrend. Weil man eigentlich, man müsste irgendwie eine Karte zeichnen, aber ich glaube, selbst das ist irgendwie schwierig. Also, ja, ich habe es tatsächlich wirklich eine Weile gespielt. Fand es ganz cool, aber es irgendwie nicht verstanden. Hier muss man später, glaube ich, irgendwas machen, da kann man jetzt noch nichts machen. Aber hier kann man was machen. Da gibt es so kleine Rätselchen, mal hier ein Schalter oder sowas. Und da muss man wahrscheinlich irgendwie Gegenstände irgendwo einsetzen. Das ist mir allerdings nie gelungen. Ich habe zwar Gegenstände gefunden, aber ich habe nie irgendwie eine Stelle gefunden bisher, wo ich irgendwas einsetzen konnte, sinnvoll. Und wenn man nach unten sich bückt, dann kann man ein bisschen nach unten gucken. Da muss man nicht ins Nichts springen, ohne zu wissen, was da ist. Ja, jetzt kriegt man hier erklärt, dass man da so Save Points setzen kann. Ich habe mal einmal eine Flagge gefunden bisher. Damit kann man, glaube ich, einen neuen Save-Punkt setzen. Aber so halt schön gemacht. Ja, schön bunt. Hat diese Tutorial-Elemente, das ist einem erklärt, was man da gerade eingesammelt hat. Die Steuerung ist ein bisschen... Ja, jetzt läuft man und mal geht man langsam. Das habe ich nicht ganz rausgefunden. Also eigentlich würde ich sagen, hängt das daran, wie lange man sich in eine Richtung bewegt. Aber irgendwie so richtig ist das auch nicht. Also... Ich weiß nicht. Manchmal ist man halt immer langsam und wird nie schnell. Das ist ein bisschen komisch. Finde ich, das ist überflüssig. Man hätte auch einfach sagen können, man bewegt sich immer schnell und fertig. Das ist auch ein kruder Gegnermischmasch. Man hat hier irgendwie so, keine Ahnung, Todesreiter da und dann hat man Roboter. Aber ja, trotzdem sieht es halt nett aus. Ne? Haben sie schon alles aus dem Spektrum rausgeholt, würde ich sagen. Ja, und das soll dann aber auch das letzte Spiel gewesen sein, das ich hier vorstelle. Dann kommen wir bald zum Fazit und am Ende kommt dann noch die Demo, die ich noch zeigen wollte. Und jetzt bin ich gestorben.
So, da sind wir wieder. Das waren die Spektrum-Spiele von alt nach neu. Also nicht in der Sortierung, aber so grob. Ja, irgendwie so fängt vorne an und hört in der Neuzeit auf, sozusagen. Wie man sieht, denke ich, es gibt brauchbare Spiele für den Spektrum. Also die sind schon ganz okay. Sie leiden halt nach meinem Empfinden immer noch ein bisschen an dieser Farbarmut im Wesentlichen. Aber wenn man sich die neueren Sachen anguckt, die sehen schon echt cool aus. Also ich habe zum Beispiel dieses allerletzte. Ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, aber das mit dieser Frau, die da in diesem Action-Adventure rumläuft, das habe ich tatsächlich eine ganze Weile gespielt. Das Problem ist, dass ich nicht die Orientierung habe, weil in diesen ganzen Türen hin und her und her und hin, pff, nicht so meins. Und ich glaube, es hat auch einen Bug. Es ist, glaube ich, so, wenn man irgendwie stirbt oder an diesen Ladepunkt zurückgesetzt wird, dann sind irgendwie die Gegenstände weg, die man vorher eingesammelt hat. Also aus dem Inventar sind sie sowieso weg, klar, aber man kann sie auch nicht mehr einsammeln, sie sind auch in der Welt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Gut, dann, wie versprochen, jetzt am Ende noch eine Spektrum-Demo. Das ist halt eine, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht so den Überblick über die Spektrum-Demos. Das ist ein etwas neueres Produkt. Ich fand das ganz cool. Und ja, ich lasse es einfach durchlaufen. Aber ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Thank you.